Jo, hey Leute und willkommen zu einem neuen Video. Heute schauen wir uns mal den Shop an, beziehungsweise generell Skins und wie man jetzt Skins bekommt, beziehungsweise dann auch nach der Beta Skins bekommt, weil sich das ein bisschen noch verändern wird. Von daher fangen wir direkt an. Fangen wir mal mit dem Shop an, das ist das Offensichtlichste. Wenn wir in den Shop gehen, sehen wir oben immer so eine vorgestellte Kollektion. Das ist im Prinzip immer derselbe Skin, nur auf verschiedene Waffen gesetzt. Wenn man sich die Kollektion kauft, man kann entweder die ganze Kollektion kaufen, oder halt einen einzelnen Skin davon oder mehrere einzelne Skins davon. Wenn man sich das ganze Bundle kauft, dann bekommt man einen gewissen Rabatt. Das sind meistens so ein, zwei Skins, die man dann geschenkt bekommt, wenn man sich direkt alle kauft. Ist aber auch halt relativ teuer. Unten drunter sieht man dann persönliche Angebote nochmal. Da hat jeder Spieler unterschiedliche, die wechseln immer nach so zwei, drei Tagen. Und die kann man sich halt einzeln kaufen, die Skins. Zu der vorgestellten Kollektion muss man sagen, dass sich die erst nach circa zwei Wochen wechseln wird. Um diese Skins zu kaufen, braucht ihr diese Valorant Points. Die seht ihr oben rechts, das sind die linken, es sind ja zwei Zahlen, davon die linken. Das sind die Valorant Points und mit diesen Points könnt ihr euch die Skins kaufen. Diese Points bekommt ihr aber auch nur mit Echtgeld. Und dann gibt es ja noch diese Radianit-Punkte. Diese Radianit-Punkte kann man aktuell jetzt in der Beta auch sich nur mit Echtgeld kaufen. Das wird sich aber dann in der Vollversion ändern. Da wird man das auch dann durch den kommenden Battle Pass, auf den ich später jetzt mal eingehen werde, freischalten können. Oder halt auch durchs Kaufen. Aber was kann man mit diesen Radianit-Punkten machen? Manche Skins haben nochmal verschiedene Stufen. Also wenn ihr euch einen Skin kauft, kann der sich nochmal verändern. Entweder der Farbe oder sie bekommen besondere Effekte dazu. Und diese Stufen muss man sich kaufen. Das heißt, sobald ihr euch einen Skin kauft, müsst ihr eventuell nochmal Geld rein investieren für den Skin, um ihn nochmal in einer anderen Version zu bekommen. Ja, wird dann eventuell ein bisschen kostspielig. Ist eigentlich eine ganz coole Idee. Jetzt in der Beta ein bisschen blöd, weil man sich das Radianit nur, also diese Radianit-Punkte nur kaufen kann. Aber wenn man sich das dann in der Vollversion auch erspielen kann, dann finde ich das ein sehr, sehr cooles System. Wenn man da halt genug Radianit-Punkte bekommt, um auch irgendwie für seine Skins alle sich die Stufen kaufen zu können. Also solange da genug in dem Battle Pass drin sind, finde ich das eine sehr, sehr gute Funktion so. Und dann gibt es ja noch eine weitere Funktion, wie man Skins auch in der Beta bekommen kann. Und zwar mit Hilfe der Verträge. Vielleicht habt ihr schon gesehen, es gibt zwei Verträge. Es gibt einmal den Agentenvertrag und einmal sowas wie den Hauptvertrag aktuell. Bei dem Agentenvertrag gibt es ja 10 Stufen. Die ersten 5 Stufen, die könnt ihr theoretisch euch auch kaufen. Und innerhalb dieser ersten 5 Stufen bekommt ihr ja auch den neuen Agenten dann. Das heißt, man kann sich theoretisch jeden Agenten auch frei kaufen. Was man sich aber nicht kaufen kann, ist bei meinem Agentenvertrag Stufe 6 bis 10. Die muss man sich dann tatsächlich freischalten. Aber das Wichtigste, dass man sich zum Beispiel die Agenten kaufen kann, das geht. Kann man sich auch freispielen, aber es gibt zumindest auch die Option, dass man sich's kaufen kann. Finde ich auf jeden Fall einen guten Zwiespalt so zwischen Monetarisierung und auch Ingame zum Freischalten, dass man einfach nur Zeit rein investiert, finde ich sehr, sehr cool gemacht, dass man sich nicht alles kaufen muss, sondern theoretisch auch freischalten kann. Und dann gibt es halt noch diesen zweiten Hauptvertrag. Das ist jetzt aktuell der Beta-Vertrag, da bekommt man am Ende so ein Beta-Coin und so ein paar Banner und so ein Zeug. Ist jetzt nichts groß Besonderes drin. Zu sagen ist aber, dass wenn man Spiele absolviert, bekommt man ja am Ende EP, dass man, Gott sei Dank, muss ich sagen, beide Verträge gleichzeitig levelt und gleich viel, sodass man nicht sich entscheiden muss, okay, will ich erstmal den Vertrag jetzt, also die Hauptmission leveln oder meinen Agentenvertrag. Das wird einfach beides direkt gleichzeitig gelevelt. Und bei diesem Agentenvertrag bekommt man halt dann auch Skins, die man sich theoretisch jetzt schon freischalten kann. Dauert zwar relativ lang, wenn man relativ lang dafür einen Agenten spielen muss, aber ist auf jeden Fall eigentlich ganz cool. So hat nicht jeder den Skin direkt und man muss ein bisschen Zeit investieren. Aber auf jeden Fall eine Möglichkeit, um sich kostenlos Skins zu besorgen. Ja, und dann, wie schon angekündigt, wird es auch später dann in der Hauptversion erst. Also es kommt jetzt noch nicht in der Closed Beta oder generell in der Beta raus. Das wird erst, wenn das Spiel dann offiziell veröffentlicht wird, kommen. Ein Battle Pass geben. Das kennt man ja schon aus anderen Spielen, aus Fortnite, aus Call of Duty. Im Prinzip hat ja mittlerweile fast jedes Spiel einen Battle Pass. Was ich vollkommen okay finde. Vor allen Dingen, es gibt zwei Battle Passes sozusagen. Es gibt einmal den normalen Battle Pass, den kostenlosen. Und dann wird es nochmal einen kostenpflichtigen Battle Pass geben, wo man dann halt vermutlich nochmal extra
Skins und weiß ich, was da alles kommt, Banner kriegen wird halt immer ein bisschen mehr. Und es wird auch einen geben, der halt kostenlos ist, wo man dann auch halt kostenlos Skins freischalten kann, ne? Und das finde ich eine sehr, sehr faire Idee. Man kann theoretisch selbst, wenn man braucht nicht einen Cent in das Spiel zu investieren und man bekommt trotzdem noch Skins dazu, obwohl Skins ja keinen Vorteil bringen und nur rein optisch irgendwie nochmal ein bisschen Variation reinbringen, ein bisschen Personalisierung. Aber an sich hat man gar keinen Vorteil dadurch und dann finde ich es auf jeden Fall eine sehr, sehr faire Sache, dass man theoretisch auch einfach rein durchs Spielen und man muss nicht einen Cent reinstecken, Skins freischalten kann und so noch ein bisschen was extra drauf bekommt. Weil man muss sich überlegen, das Spiel ist kostenlos, sonst haben die Entwickler keine Einnahmen und es ist noch viel geplant. Das Spiel ist langfristig angesetzt, es wurde schon angekündigt. Wir haben auch schon durch ein paar Leak-Videos darüber geredet, dass neue Maps kommen, dass neue Charaktere kommen und es wird ständig neu entwickelt und irgendwie braucht das Entwicklerstudio ja Einnahmen und da finde ich, das ist eine sehr, sehr faire Sache. Das wird zwar jetzt auch den Rahmen des Videos sprengen, über Free-to-Play zu reden oder ob das jetzt sinnvoll ist oder nicht. Ich finde es an sich eine sehr, sehr faire Sache. So kann jeder damit spielen. Jeder kann das Spiel spielen und muss theoretisch nicht mal Geld da rein investieren. Aber wenn dir ja das Spiel gefällt und du hast am Ende des Monats ein bisschen Geld übrig, warum nicht? Dann tust den Entwickler ein bisschen was Gutes, kriegst sogar dafür noch was zurück, hast ein paar Skins und hast dir am Ende des Tages noch den Kaufpreis für das Spiel überhaupt gespart. Von daher auf jeden Fall eine sehr, sehr faire Sache. Ich bin sehr, sehr hyped auf den Battle Pass, ich freue mich auf den. Wird uns aber wohl erst am Release-Tag erwarten, von daher werden wir bis dahin noch warten müssen. Aber ich meine, die Beta macht bis jetzt auch schon Spaß, ich habe jetzt auch schon jetzt Skins reingekauft. Was ich noch erwähnen kann, ist, dass zur Beta dann alles zurückgesetzt wird. Heißt, alle Skins, die ihr jetzt kauft, die werden am Beta-Tag am Release-Tag dann zurückgesetzt, wenn ihr dann wieder neu spielt, ihr habt nichts. Das Geld geht aber nicht verloren, beziehungsweise indirekt verloren. Ihr bekommt die Credits wieder, die ihr ausgegeben habt. Jegliche Credits plus 20% nochmal drauf. Das heißt, ihr könnt euch dann mit dem Geld nochmal die Skins wieder kaufen oder sogar teilweise, ihr kriegt ja noch mehr zurück. Das heißt, ihr könnt euch nochmal mehr Skins kaufen. Ich verstehe zwar nicht ganz genau, warum das so gemacht wird. Sie wollen halt, dass jeder bei Null anfängt und alle dieselben Voraussetzungen haben. Ich weiß jetzt nicht, warum das bei Skins gemacht wird. Ich kann es verstehen, wenn es ums Ranking geht und so weiter. Weil der Rank wird auch zurückgesetzt. Also alles, ihr fangt komplett bei Null an. Alles, was ihr erreicht habt bis jetzt in der Beta, wird zurückgesetzt. Aber ich finde es zumindest ganz fair, dass man 20% nochmal drauf bekommt auf seine Skins. Ja, von daher. Also 20% Credits. Und ja, von daher. Das war es soweit von dem Update hier. Das war's, es gibt auch schon ein paar Leaks zum Battle Pass, vielleicht kann ich dazu auch nochmal ein Video machen, da ist der ein oder andere Skin auch schon gezeigt worden. Auf jeden Fall, ich wünsche euch noch einen schönen Tag, dann sehen wir uns hoffentlich im nächsten Video wieder und ja, bis dahin, macht's gut und ciao!